Mein Name ist Rumi Jasta. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität bei Dominik Perler am Lehrstuhl für Theoretische Philosophie. Die Arbeit, für die ich mit dem Stieg-Müller-Preis ausgezeichnet wurde, ist meine Dissertation. Und der Titel der Arbeit ist im Englischen Agents Abilities. Also es geht um die Fähigkeiten Handelnder. Die Ausgangslage, aus der meine Arbeit entstanden ist, hat viel mit Willensfreiheit zu tun. Eine Frage ist ja immer, hätte die Person unter den gleichen Umständen sich auch anders entscheiden können? Also viele Leute würden sagen, das ist eine notwendige Bedingung dafür, dass Willensfreiheit vorliegt. Wenn man sich die Debatte so anschaut, dann hängt die seit ziemlich langer Zeit genau an dem Punkt fest, wo Leute sich darüber streiten, was es denn jetzt eigentlich heißt oder was es erfordert, dass jemand unter denselben Bedingungen auch anders hätte entscheiden können. Das hat mich umgetrieben und ich habe gedacht, naja, man müsste jetzt mal ganz grundlegend klären, was es überhaupt heißt, dass irgendwer irgendwas tun kann. Und erst wenn man das verstanden hat, kann man sich dann mit der Frage beschäftigen, was es jetzt mit dem anders entscheiden können auf sich hat. Jemand kann stricken, also hat die Fähigkeit zu stricken. Oder kann irgendwas singen, kann Marathon laufen. Das sind alles Fähigkeitszuschreibungen. Und in meiner Arbeit stelle ich die ganz grundlegende Frage, was heißt es überhaupt, dass irgendjemand irgendwas tun kann, also eine Fähigkeit hat? Ein ganz großer Theoriestrom, den es gibt, sind sogenannte konditionale Analysen, denen zufolge eine Fähigkeit zu haben, etwas damit zu tun hat, ob die Person eine Sache tun würde, also die Sache, für die sie die Fähigkeit hat, tun würde, wenn sie es versuchen würde beispielsweise. Dazu kommt, oder inwiefern ich mich da abgrenze, ist, dass ich glaube, dass dieses sogenannte kontrafaktische Konditional, also dieses, wenn A der Fall wäre, dann wäre auch B der Fall, dass das nicht die richtige Konstruktion ist, um die Modalität von Fähigkeiten einzufangen. In den formaleren Bereichen der Philosophie und auch in der Modallogik und auch in der Linguistik, wo man ja auch Semantik, also formale Semantik macht, und wo Leute sich eben auch Gedanken gemacht haben über Können, also Könnenszuschreibungen, da spielen kontrafaktische Ansätze überhaupt gar keine Rolle. Also da stellen sich Leute eigentlich vor, dass Können, also Könnenszuschreibungen im ganz Allgemeinen immer was mit Möglichkeit zu tun haben. Da quantifiziert man über mögliche Welten und sagt, in mindestens einer der relevanten möglichen Welten muss etwas der Fall sein. Und jetzt denken Leute in den beschriebenen Teilen der Philosophie, dass Könnenszuschreibungen ganz allgemein so funktionieren, dass da eben Möglichkeit zugeschrieben wird. Also, ich kann Marathon laufen, heißt nichts anderes als, es ist mir möglich, einen Marathon zu laufen. Und worin sich dann Könnenszuschreibungen unterscheiden, ist, welche möglichen Welten in Betracht gezogen werden, unter denen dann eine sein muss, mindestens in der das dann der Fall ist. Meine Theorie setzt da an, wo diese unterschiedlichen Theorien, die auf dem Markt sind, also die konditionale Analyse oder die kontrafaktische Analyse auf der einen Seite und die, diese Möglichkeitshypothese, ich nenne das Possibilismus auf der anderen, wo die an ihre Grenzen stoßen. Interessanterweise haben sich ziemlich wenig Leute Gedanken gemacht darüber, was eine Fähigkeitstheorie eigentlich leisten soll, bevor sie dann mit einer bestimmten Position über Fähigkeiten um die Ecke gebogen sind. Und das halte ich für problematisch und deswegen gibt es in der Arbeit ein ziemlich umfangreiches Methodenkapitel, wo ich sage, naja, wir müssen uns erstmal überlegen, was eigentlich eine Fähigkeitstheorie leisten soll. Also was sind Adäquatheitsbedingungen für so eine Theorie? Und dann müssen wir gucken, sind die bestehenden Theorien in der Lage, diesen Adäquatheitsbedingungen gerecht zu werden oder nicht? Und wenn nicht, wie sieht denn dann eine Theorie aus, die diesen Adäquatheitsbedingungen gerecht wird? Und unter den Adäquatheitsbedingungen ist zum Beispiel, dass Fähigkeitszuschreibungen graduierbar sind. Jemand kann besser darin sein, ins Schwarze zu treffen beim Dart, als jemand anders. Diese Aussage, die ist besser darin als diese Person, die sollte natürlich eine gute Fähigkeitstheorie irgendwie, der sollte die Rechnung tragen können. Also es sollte kein Mysterium bleiben am Ende,
was es mit solchen Zuschreibungen auf sich hat. Und das ist zum Beispiel eine Adäquatheitsbedingung, der weder die kontrafaktischen Ansätze noch dieser Possibilismus, also diese Möglichkeitshypothese, gerecht werden können. Wir können bestimmte Dinge ablesen, auch an den Problemen, die die anderen Theorien haben. Also zum Beispiel wollen wir unterscheiden können, das ist auch eine Adäquatheitsbedingung, zwischen generellen und speziellen Fähigkeiten. Also ich kann die generelle Fähigkeit haben, Handstand zu machen, aber ich kann das nicht hier und jetzt tun, weil ich gerade einen gebrochenen Arm habe. Und da diese Unterscheidung sollte eine Fähigkeitstheorie irgendwie erhellen. Jetzt ist es so, dass zumindest die kontrafaktische Analyse das nicht kann. Und der Grund, warum sie das nicht kann, ist, dass die kontrafaktische Analyse die Fähigkeit in gewisser Weise zu nah, zu eng an die tatsächlichen Bedingungen knüpft, unter denen sich die Person befindet. Also wenn ich sage, hätte ich es versucht, dann hätte ich es geschafft, dann werte ich das aus, indem ich in die Welten gucke, die der aktuellen Welt am nächsten sind, aber ich es tatsächlich versucht habe und schaue dann, ob ich es da auch geschafft habe. Wenn wir so über Fähigkeiten nachdenken, dann sehen wir, dass wir für diese generell-speziell Unterscheidung eigentlich gar keinen Raum haben, weil wir ja die Situation, in der sich die Akteurin tatsächlich befindet, immer genauso beibehalten, abgesehen davon, dass die Person etwas versucht, was sie nicht tatsächlich versucht. Und das führt dazu, dass wir generelle Fähigkeiten eigentlich gar nicht einfangen können mit so einem kontrafaktischen Konditional. Aus den Fehlern der Theorien, die bisher auf dem Markt sind, oder dieser Theoriestränge, und den Adäquatheitsbedingungen ergeben sich eigentlich relativ klare Constraints dafür, wie eine Fähigkeitstheorie gebaut sein muss. Und an denen entlang habe ich gearbeitet und am Ende kam die Erfolgstheorie raus. Die Erfolgstheorie sagt, jemand hat die Fähigkeit, sagen wir mal, zu springen, genau dann, wenn die Person in einer hinreichenden Proportion von relevanten Situationen tatsächlich springt. Das ist eine Theorie, die sehr stark darauf abhebt, dass Fähigkeitszuschreibungen eben auf verschiedenen Ebenen auch kontextsensitiv sind, also unterschiedliche Wahrheitsbedingungen haben, abhängig von dem Kontext, in dem wir die äußern. Welche Erfolgsquote ist in dem Kontext erforderlich? Also es gibt quasi schon eine Schablone dafür, wie sich die Fragen dann im Einzelnen zuspitzen lassen. Die Kontextsensitivität von Fähigkeitszuschreibungen macht man sich am besten an einem Beispiel klar. Also nehmen wir mal an, ich sage, mein Neffe kann schon Chopin spielen. Dann sage ich damit was Wahres, nehmen wir mal an. Also es ist ihm tatsächlich schon ab und an gelungen, ein Chopin-Stück einigermaßen erkennbar auf dem Klavier zu spielen. Und jetzt vergleichen wir das aber mal mit so Aussagen von Veranstaltern in Konzerthäusern, die irgendwie sagen, wir brauchen noch einen Pianisten, der Chopin spielen kann. Da wäre jetzt nicht mein Neffe gefragt. Und das ist ja komisch auf den ersten Blick und man erklärt das eben über Kontextsensitivität. Könnenszuschreibungen haben eben unterschiedliche Wahrheitsbedingungen, abhängig davon, in welchem Kontext sie geäußert werden. Und was hier variiert über die Kontexte hinweg in diesem Beispiel ist, welcher Grad an Fähigkeit erforderlich ist, damit jemand bereit ist, die Fähigkeit als solche zuzuschreiben. Diese Kontextsensitivität besteht auf verschiedenen Ebenen und wenn man das einmal verstanden hat, dann wirft das automatisch Fragen auf für ganz viele Bereiche der Philosophie, in denen Leute bisher so über Fähigkeiten geredet haben, als gäbe es diese multidimensionale Kontextsensitivität gar nicht. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, ought implies can, also sollen impliziert können. Man muss auch sagen, in welchem Sinne von können, denn sollen können impliziert. Das heißt, hier haben wir schon mal eine offene Frage. Man kann nicht sagen, naja, Willensfreiheit erfordert, dass man auch anders hätte entscheiden können. Denn sofort kommt die Frage auf, ja, aber in welchem Sinne
muss man denn anders entscheiden können? Das heißt, auch für die Willensfreiheitsdebatte wirft das Fragen auf.